twitch.tv, ein Papo. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Escape the Backrooms. Ich habe gesehen, dass die Videos bei euch nicht so super gut ankamen, das dachte ich mir schon, aber das ist auch okay für mich. Allerdings werde ich natürlich jetzt auch die Editing-Time für diese Videos dann deutlich zurückfahren, weil ich dann eben die Zeit in sinnvollere Dinge investieren möchte. Trotzdem möchte ich euch den Rest des Games nicht vorenthalten und deswegen werde ich das Ganze jetzt hier in schnellen Parts uncut komplett hochladen. Ihr werdet also die nächsten Tage jeweils ein Video zu ein oder zwei Leveln oder wie auch immer bekommen. Deswegen, falls es euch also weiterhin interessiert, solltet ihr weiter hier auf dem Kanal aktiv bleiben. Ansonsten natürlich super gerne immer einen Kommentar da lassen, ein Like, ein Abonnement, eine Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut gerne auf Twitch vorbei. Und ganz wichtig, am Sonntag gibt es den Diss-Track gegen Klör, den wir on-stream am Music Monday geschrieben und performt haben und aufgenommen haben. Dann mit Video sogar, was ich jetzt die letzte Woche aufgenommen habe, auf meinem Haupt-YouTube-Kanal. Auch da gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen und dann natürlich am Sonntag um 12 Uhr bei der Premiere dabei sein. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Wahrscheinlich ohne Intro. Viel Spaß. Dicke Kinn, Murat. Vielleicht, alter Vierstecke, du kannst mich lecken. Hallo, Murat. Süßi. Hey, wir warten auf dich in den Backrooms. Nee, das Level habe ich auch schon. Ich muss ja auch schon mal raus. Ach so, das Level hast du auch schon. Das heißt, wir müssen noch eine Runde. Ja. Okay. Ja, das ist auch richtig scheiße. Viel Spaß euch. Tschüss. Danke, tschüss. Aber das Geile ist, wir heute nicht mehr mit Murat. Das ist gut. Ja, geil. So, habt ihr alle euch ein Thermometer geschnappt? Ja. Mhm. Dann, wer möchte vorgehen heute? Kann ich machen. Wollen wir hier lang gehen? Ja. Bin gespannt, welche Entität hier auf uns wartet. Da sind wieder Morten. Ja, noch ja, keine, glaube ich. Norton soll, ne? Kommen da Jumpscares? Das ist mit Sicherheit. Machen doch alle Monster, oder? Käsebällchen aus dem Glasspray essen ist super schlau. Oh, warte mal, ich habe hier so ein. Zum verfickten Teufel. Ich habe hier so ein Dings aufgedreht, so ein Ventil. Oh nein, damit müssen wir safe den Weg cutten. Vom Münster? Nein! Es ist eine Riesenmotte! Nein! Oh mein Gott, ich hab weggetragen, Jungs, helft mir! Wo bringt er dich hin? Ich helf dem Digga, nicht. Ist das eklig, Bruder? Was ich hab gerade gesehen, nicht. Junge! Ich bin tot, oh mein Gott, war kommt das widerlich. Kommt da ein Jumpscare? Gott, war das schrecklich, Digga. Ich will das nie wieder erleben. Macht ihr das Level, bitte. Bitte beendet das einfach schnell, damit ich das nicht mehr machen muss. War das schlimm? Oh mein Gott. Was war denn? Was hat die denn gemacht mit dir? Oh mein Gott. Kenneth. Kannst du bitte reden mit uns, Kenneth? Was hat die denn gemacht? Die hat mich in ihr Nest getragen und das sah so eklig aus. Oh mein Gott, ich dachte, was hängt da an der Wand? Und dann oh mein Gott, dann kam das einfach auf mich zu. Oh mein Gott, Alter. Ey, Digga, meine Hose ist voller Scheiße, ich brauche eine neue, ey. Oh Gott, die hängt da wirklich an der Wand, das ist ja richtig eklig. Wo? Oh, die müssen wir bestimmt töten, okay. Aber warum macht man das? Ich will dann die mir angucken. Hier langlaufen, dann da rumlaufen und dann das Ding ist, okay. Hier ist ein Mottenschwarm. Ja, warte mal, also du, pass mal auf, ich muss genau da langlaufen. Ich muss hier langlaufen, ja. Dann hier rum, dann da rum, dann hier rum, dann hier rum und dann muss ich das Ding aktivieren. Habt ihr gesehen, wie die mich weggetragen hat? Nee. Ich hab nur deinen Schrein gehört. Hast du eine Flasche? Nö. Okay. So, darf ich mir die einmal angucken, die Animation? Klar, mach doch mal. Okay, wo ist sie denn? Nee, ich will nicht wieder leben. Bitte mach da, noch zu Ende, Mike. Dann links in den Raum rein einfach. Wo? Die hängt da gerade vor, jetzt fliegt sie auf dich zu. Okay. Oh mein Gott, die bringt mich irgendwo hin. Help, help. Oh mein Gott. Nichts. Okay. Das war gar nicht so schlimm. Ich hab mich so erschrocken einfach. Papa versucht okay. Mich mal zu outmoven. Sie ist ja gar nicht hinter mir. Das ja, Ding gerade habe ich sie noch gehört, aber dann jetzt ist sie weg. Ja, aber sie ist, glaube ich, zurückgeflogen an ihren Standort. Ach, nee, das ist ein Schwarm wahrscheinlich. Vielleicht muss ich auch gar nicht ausnoven, vielleicht kann ich einfach hier durch, weil ich kann hier durchlaufen. Aber wir müssen dann ja wahrscheinlich müssen wir dann ja da rein, wo die Motten hängen, oder? Nee, da war ich gerade. Da hängt die ja jetzt wieder. Guck, da hinten an der Wand hängt sie. Ja, die muss jetzt mal. Dann fliegt die los? Also die braucht ein bisschen, um abzuheben. Wenn sie lossummt, dann kannst du eigentlich nochmal easy weglaufen, glaube ich. Jetzt. Oh mein Gott. Guck hinter dich. Oh mein Gott. Okay, das fühlt sie nicht. Okay, damit kann man sie abwehren quasi. Genau. Aber was bringt das Thermometer? Das check ich nicht. Gute Frage. Ist sie jetzt wieder da drin? Mhm. Naja, die ist okay. Wieder da drin. Oh Gott, ich habe so gehofft, dass es keine Riesenmotten gibt wie in dem Lore, aber es ist leider der Fall. Ich war da aber schon drin und da drin ist nichts gewesen.
Bin ich ein bisschen verwirrt. Das Ding ist, wenn die Motte, es geht ja nur aus dem Raum aus, wenn sie hinter dir ist. Und fliegt dann, sobald du sie abgewehrt hast, ja wieder direkt zurück. Oh. Oh nein. Oh, ich habe das Ding nicht angemacht. Wie er rumschreit. Okay, das ist echt eklig. Alter. Okay, oh, aber da hinten müssen wir hin. Jetzt lebe ich ja wieder. Also meine Vermutung ist, dass wir nicht in diese Mottenräume müssen. Ja, ich glaube nicht. Weil angenommen, du würdest das alleine spielen, kannst du da ja nur rein, wenn jemand, du kannst da nur rein, wenn jemand anders die gerade ablenkt. Weil ansonsten bleibt sie ja hinter dir. Aber was bringt das Thermo Maika? Ich weiß das doch nicht. Maika macht das Thermo. Schrei mich doch nicht so an, Kenneth, Alter. Krieg mal deine Gefühle in den Griff, du Scheißer. So, sie ist immer noch da. Okay. Hier bin ich gerade langgelaufen, ne? Das sah auch richtig aus. Thermo Maika, ja, ich check nicht, was man damit machen soll. Also, es macht. Hören wir es jetzt wieder nicht bei uns, oder? Ja, wo seid ihr? Ja, wir sind weitergelaufen. Nach rechts quasi. Ja, quasi. Ja, das ist Papo, also Teamplay-mäßig ist das hier nichts von euch. Ach, bin hier hinten. Okay. Wenn du am Mottenraum vorbei bist, weiter rechts. Könnte ich abholen. Ja. Bin jetzt am Mottenraum. Ach mein Gott, hallo. So. Aber wollen wir da lang oder? Ja, da lang, ne? Also da warst du gerade lang. Ich weiß nicht, ob das. Nee, machen wir das mal. Das heißt aber, in der Zeit, wo sie einen wegträgt, können ja andere escapen. Oh, hier ist heiß, hier ist heiß. Oh, extrem. Was passiert, wenn ich das Ventil wohl drehe? Da sitzt eine Motte an der Wand. Ja, ist hier nicht ihr Nest? Wo sitzt eine Motte an der Wand? Da. Wie viel ist Fahrenheit? Da, okay. Dahin. Wo denn? Ich sehe die gar nicht. Doch, da. Ach, da. Oh, warte mal. Kennt ihr das, wenn ihr so, wenn eure Unterhose so in euren Sack rein schneidet? Ja, ja, habe ich ganz oft. Das hatte ich gerade. Habe ich extrem oft, leider. Weil du so einen großen Köckes hast? Nee, so ein klein. Oh, ich hab das Nest aufgemacht. Wie denn? Oh, oh. Oh! Okay, sehr gut. Oh mein Gott. Die haben wir abgewehrt. Das Nest von ihr ist da? Ja. Aber wieso sterben die denn nicht, wenn die hier in die Scheiße reinfliegen? Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man da rein muss. Wenn ich ehrlich bin. Ins Nest jetzt. Hä? Soll ich hier mal die Motte anlocken? Nee. Das Anlocken bringt ja nichts. Die chillt da echt drin, ich raff das nicht. Guck mal hier. Da muss man nicht rein, oder? Da sind 3 Stück, okay. Na gut. Ja, wollen wir da weitergehen? Okay, lass mal weitergehen. Ja, lass mal einfach weiter gucken. Vielleicht mit dem Thermometer. Warte mal, vielleicht zeigt das Thermometer hier noch irgendwas an. Vielleicht, wo es heiß ist, können die nicht hin. 140 F können sie nicht hin, ja. I guess. Na, aber die hat uns ja gerade verfolgt durch den Raum. Aber nicht durch den heißen Raum. Doch, oder? Das war doch die. Aus dem Nest. Nein! So, die Backrooms. Das ist es. Hier kann ich hoch, aber nicht weiter, leider. Oder? Oh, doch, ich kann. Nee, doch nicht. Okay, scheiß drauf. Ja. Ich finde das so geil, wie Ken immer random irgendwo rumkriecht. Findest du es geil, Mike? Ja. Dann fick dich, okay? Ah. Hier ist zum Beispiel, hier ist eine Tür. Oh, das Nest. Oh mein Gott. Leute, ihr Nest. Oh mein Gott, da ist das Hauptnest von der. Hä, wieso hat die jetzt das chillt? Die chillt da jetzt? Das halt. Vielleicht müssen wir da drin irgendwas machen? Ja, irgendwie anzünden oder so. Oh, Digga. Die Kammerjäger einfach, Bruder. Ja. Ich glaube halt auch, aber. Nee, ihr dürft es nicht anmachen, wenn wir das brauchen zum Verteidigen. Ja. Weil wir können das noch einmal anmachen, ja. Dann zischt das durch und dann müssen wir warten, bis es wieder aus ist. Ich glaube, Kenneth wollte es noch einmal ausprobieren. Es war. Kenneth hat es angemacht. Hm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas. Ja, man muss wahrscheinlich irgendwas finden. Also irgendwie einen Feuerwerfer oder so. Oder eine Bombe oder irgendwie sowas. Stimmt, wieso? Ist das Spiel bei euch jetzt auch Fullscreen? Ah, oh Leute, Papa hat die Tür zu gemacht. Okay. Ja, bei mir ist das Spiel ist auch Fullscreen, hast recht. Ja. Lol. Okay, ja, lass uns erstmal weiter umgucken, ob wir irgendwas finden. Ja, warte, was, wenn die Tür jetzt aufgeht? Tür geht nicht einfach so auf, die ist jetzt immer noch getriggert. Ja, nee, die hört wieder auf. Das hat ja vorhin bei dem anderen auch schon so funktioniert. Wo ist Papo hingelaufen? Ja, I don't know, wir brauchen irgendwie. Ich fühl mich ein bisschen um. Nein! Wir brauchen. Kenneth.
Ey, Kenne, du bist das größte Scheißkind der Welt, ey. Bist du bist das größte Scheißkind der Welt, Bruder. Scheiß auf Kenneth, ohne Witz. Scheiß auf Kenneth. Bist du tot? Bist du tot? Bist du tot? Ja. Kenneth. Bist du jetzt auch tot? Kenneth ist richtig die Definition von Streber-Emoji. Ja, die ist ja richtig amok gelaufen, Scheißmotte. Ja, weil du deine Scheißfinger nicht von der Tür lassen kannst, Alter. Ich war nicht an der Tür, ich bin weitergelaufen. Da hing eine direkt um die Ecke. Ja, leider. Ah, das ist das Problem. Warte, ich kann um die Ecke linsen, Papo. Okay, ja, die hängt da halt da drüben in dem Raum drin. Ich gehe jetzt auf Twitter. Warum, was willst du da, Digga? Einfach chillen, Bro, weißt du. Das chillt man nicht, da ist mal ein Bastard auf Twitter. Ja, die Scheiße, Kenneth. Bevor ich was mache mit dir. Du weißt das. Bevor ich mit dir was mach. Ja, kannst du durch? Was ist da hinter dir in der Ecke? Also da um die Ecke? Wo, da? Da geht's ja noch weiter. Warte, ich kann da rum. Moin! Ich kann da rumlinsen. Bisschen weiter noch? Okay, da ist weit, nein, noch ein Raum, da geht's dann wieder weiter, okay. Na, ich geh jetzt mal hier lang. Warte, geh nicht zu schnell, dann kann ich ein bisschen gucken. Okay, hier scheint nicht zu sein, Bro. Wie geht's? Die Motten machen ja auch kein Geräusch, wenn die an der Wand sitzen, ne? Nee, erst wenn die los sumsen. Okay, da habe ich ein Ventil. Was, wenn die los? Also wir haben heiße Räume, wir haben Ventile, wir haben ein Thermometermesser. Und wir haben eine Menge Fantasie. Mm-mm. Und wir haben einen Arsch voll Dreck, Morten. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach nur wieder einen Raum finden müssen. In diesem Labyrinth. Meinst du? Ja. Das hat auf jeden Fall. Ah, da ist einer an der Wand, da ist einer an der Wand, da ist einer an der Wand. Yo. Okay, die ist halt direkt mitten im Raum halt, ne? Ja, da komme ich halt nicht durch. Vielleicht müssen wir irgendein Item finden? Warum sollte es Räume geben, die so schweineheiß sind? Können die da denn durch? Haben wir das gecheckt? Können die da durchfliegen oder nicht? Ich glaube ja. Wir haben den Mottenraum, oder da, wo der erste Mottenraum war, den wir gefunden haben, also dieses Nest, da war es ja so heiß. Und da haben sie uns ja trotzdem... Können wir noch woanders dran rumdrehen, dass wir die Hitze in den Nestraum verlagern oder irgendwie so? Das weiß ich nicht. Das Nest von denen ist auch ein Hitzeraum. Okay, da check ich's nicht. Der mögen ist hier irgendwo was an der Wand? Oh Gott, oh, das hat mich erschrocken. Nee, das hört sich gut aus. Okay, man verliert ja auch Sanity, das ist natürlich ein bisschen blöd. Mandelwasser hast du nicht mehr, ne? Nee, ich hab gar nichts. Okay. Boah, das Spiel ist irgendwie anspruchsvoll. Da. Oh, der ist doch. Renn. Okay, stabil. Also, oh, sie hat sich wieder an die Wand gesetzt. Nein. Du musst nochmal hier reinfliegen, danke dir. Oh, stabil, Papo. Oh, das mein Gott. Oh, sie verfolgt dich. Oh mein Gott. Er ist tot. Oh, stabil, Pablo, let's go. Bro, er outplayed die komplett krank. Das ist krankes Movement. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen hier wirklich einfach nur wieder einen Raum finden, oder? Das ja, ist E-Sport-worthy. Aber wir brauchen ja das Thermometer für irgendwas. Was denn hier? Oh, nichts anscheinend. Oh, perfekt. Cool. Cooler Raum. Das ist stabil, Bruder. Okay, warte. Ja, ich werde eh gleich sterben. Mein Sanity ist viel zu low. Okay. Verstehe das alles nicht da, so da richtig. Da ist eine Motte direkt um die Ecke, da. Die fliegt jetzt los, quasi. Die steht halt nicht so. Okay, aber das Gas kommt direkt da raus, ja, wenn man dran dreht, richtig? Boah, ist ein Ventil, ansonsten bin ich dead. Ist sie schneller als man? Nee. Das ist ziemlich gleich schnell. Oh. Die ist funktioniert? Ich bin geplatzt. Ist explodiert. aber die war nicht mehr hinter dir. Okay, aber was mich so verwirrt ist, warum haben wir ein Thermometer? Nice, ja, ich verstehe es auch nicht, Bro. Popo ist tot, ja. Warte mal, wir sind woanders gespawnt, oder? Ja, true. Ja, I don't know, man, ich check's auch nicht. Wir müssen irgendwas mit diesen heißen Räumen machen, glaube ich. Ist da direkt eine Motte? Nee. Ich glaube halt legit, wir müssen nur durch das Labyrinth und einen Raum finden, wo wir rauskommen. Ich glaube, diesmal gibt's kein richtiges Rätsel. Meinst du? Aber warum sollte uns das Ding Thermometer in die Hand drücken? Das ist echt eine gute Frage, da habt ihr recht. Ja, oder wir brauchen das in einem späteren Level. Da einer an der Wand? Nee. Warte mal, hier sind auch Sachen, die sind flammable. Oh, da ist eine Motte. Oh mein Gott, müssen wir... Zurück. Bitte, Jungs. Und das Ventil anmachen, ne? Ich sehe nichts. Ja, die sind hinter mir. Hey! Ich bin tot. Irgendwer hat mich geblockt. Ja, ich bin tot. Wer ist denn da vor mir stehen geblieben? Ich kann nicht mehr laufen. Ich weiß nicht mal, wo ich bin, Bro. Da lieg ich. Du bist tot? Ja.
Oder müssen wir die irgendwie, ja, keine Ahnung, die Hitze in diesen flammable Raum bringen, dass wir die irgendwie töten oder so? Also, dass wir die in die Luft jagen oder? Ich weiß nicht, Bruder, Mann. Es ist halt auch nirgendwo erklärt oder so. Ich check's nicht. Dadurch, dass wir so viele immer im Weg hängen, glaube ich, dass wir einfach immer nur einen Umweg finden müssen, um welche rumzugehen. Meinst du? Also die war hier direkt um die Ecke, ne? Ja, ein paar Ecken. Ja, aber was macht denn der heiße Raum? So, das check ich halt nicht. Das check ich, weiß ich auch nicht. Mach den Raum doch kalt einfach, ja, aber wie? Ja, guter, pusten. Guter Tipp. Da ist sie, okay, I see her. Hier drin. Ja, dann geht man nicht da lang, geht doch nicht da lang. Dann geht doch hier zurück und dann hier links. Ja. Nee, da ist ja kein, da ist ja nichts los in dem Raum. Achso, da ist nichts los? Nee. Dann vielleicht sie locken. Motten einer doll Licht und Wärme. Ah ja, Motten mögen Wärme, true. Die mögen Mike und Wärme. Ja, dann lass mal hier lang gehen. Ich hab die schon wieder verloren. Ich bin einfach zurück zum Anfang gelaufen. Wo war der? Da, wo die Leiche war, wo du gerade warst. Ach, da. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Aber na gut, macht mal. Ja, erstmal wieder ein bisschen investigieren. Ihr seid die Gamer. Nee. Wirklich nicht, Bro. Das eine, oder? Ja, voll mal abkühlen wäre vielleicht eine Option, das stimmt schon, aber legit, ich glaube halt wirklich, dass man einfach nur... Hier ist es heiß. Ach so, Motte an der Wand? Wo? Hinter dir, Ken? Hinter dir. Da? Ja, in dann links Raum? Um die Ecke. Hey, hier war es doch ganz kurz heiß. Links in diesem Raum. In diesem Raum links an der Wand. Nicht da, wo du reinguckst, sondern in diesem Raum. Da, okay. Wo die Fässer stehen. Und da links an der Wand ist sie. Siehst du auch. Ah ja, okay, I see her. Korrekt. Dann laufe ich mal hier lang, oder? Ja, mach mal. Okay, du hast hier ein Ventil. Ja, dann geh mal da vorne links rum. Nee, das ist die Sackgasse. Okay, was ihr machen könntet, ist die Motte hier reinlocken, das Ventil anmachen und dann... Hier ist es heiß. Hier ist es zum Beispiel sehr heiß. Da ist aber nichts, ne? Oder? Nee, hier geht's weiter. Okay, das ist ein Ventil. Ja, ich check's nicht, Bro. Keine Ahnung. Wird der Raum kalt, wenn ich hier das Ventil mal kurz anmache? Ich kann den ja eh öfter benutzen, ne? Ja, man kann die immer wieder benutzen. Nee, es ist hier immer noch schweineheiß. Ich denke, das Labyrinth durchzurennen ergibt schon Sinn. Denke ich auch. Ja, was anderes bleibt ja auch nicht übrig. Chillt hier ein Möttchen rechts? Chillt hier ein Möttchen links? Jetzt habe ich wieder Fullscreen, nee. Übrigens. Chillt hier kein Möttchen? Nee. Hier chillt, glaube ich, eins. Der da hinten an der Wand ist eine. Vielleicht links in dem Raum. Also bei mir hier rechts ist eine in dem Raum. Mal, geh noch mal zu der Tür, Zabex. Hier? Ja. Da chillt einer rechts, aber ist weit weg, also da kannst du reingucken, ohne dass sie getriggert wird. Okay, geradeaus weiter, wa? So, und da, also hier haben wir eine Motte, da haben wir eine Motte und da hinten war auch eine. Wir sind also von den Viechern irgendwie mehr oder weniger umgeben. Fliegt die jetzt los? Nee, fliegt sie nicht. Weil hier ist noch so ein Ding. Ja, die können wir halt anlocken mal und gucken, was passiert, wenn du willst. Ja, lock mal. Okay. Sag einfach, wenn ich aufdrehen soll. Kann ich da durchlaufen, wenn Mike das Ding anmacht? Ja. Ja, das macht gar nichts. Okay, dann komm mal her, Bruder. Hallo, okay. Jetzt kommt sie. Mach mal an, den Lachs. Der verpisst sich halt direkt wieder wie so ein Opfer. Ja, wäre halt eigentlich cool, den Zeitpunkt zu nutzen, um da hinten rumzurennen. Kann einer quasi da, ihr seht ja die Tonnen da in dem Raum, ne? Ja. Kann einer da rechts rumgehen um die Tonnen? Geht das? Okay, können wir, ja. Ah, und dass wir sie dann so outrun-mäßig... Ja, vielleicht. Also dahinter geht's ja weiter, ne? Guck mal, wenn du sie lockst und du rennst... Die fliegt gleich los, wenn du da so nah rangehst. Ja, okay. Und du rennst so rum, maybe, dass sie einen größeren Weg zurück hat, können wir da vielleicht durchrennen. Ja, ich könnte sie anlocken und da das Ventil aufdrehen. Oh, ich weiß, was ihr machen könnt. Einer, okay. Du könntest in den Raum da locken und dann aufdrehen. Da die dreht halt sofort um, sobald sie da nicht mehr durchkommt. Ne? Du musst halt instantly loslaufen eigentlich. Ja, oder du nimmst sie hier mit an mir vorbei, ich drehe auf, weil da musst du ja einen riesen Umweg fliegen. Ja, aber ich glaube, wir triggern auch sowieso erneut erst, wenn sie einmal wieder an der Wand saß, oder? Mhm. Nee, die ist vorhin auch auf Rampage gegangen. Okay. Also die Hitze zeigt, dass Motten in der Nähe sind. Ach, das ist alles, ja, was die... Ja, okay. Ich glaube nämlich auch, das habe ich nämlich auch gedacht.
Okay. Also Mike, was ich machen würde, ist, ich würde da reinrennen, die da hinlocken und du rennst los, sobald sie weg ist. Mach zur Sicherheit auch dein Ventil an. Oder, ach nee, dann kommt die Luft ja hier raus und dann wird sie so sehr früh wieder abgelenkt, ne? Ja, Mike soll einfach ein Stück weiter zurück, dass die Motte sie nicht sieht. Wenn die an dir vorbeifliegen in den Raum und ich mach, da, guck mal, was passiert, wenn ich den hier anmache? Ja, guck mal, dann geht's da an. Wenn du den zurück. Ja, aber dann kommen sie nicht zurück. Aber dann bounce sie hin und her zwischen den Dingern. Ich glaube nicht, dass es das passiert. Warum? Oh, das könnte man aber versuchen. Dann bounce sie hin und her, glaube ich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also wir können es versuchen. Warte mal, bis das Ding ausgeht. Aber worum willst du denn laufen, Alter? Ja, weil guck mal, hier ist auch ein Ventil, was wir anmachen können, in dem Raum hier. Ja. Also ich kann dann hinten vielleicht rumlaufen oder so, mal gucken. Okay, ja, dann lock sie an, renn da rein. Wenn sie an hier vorbei ist, drehe ich hier auf und renn los. Okay. Es wird so aggressiv nach hinten losgehen, I guess, aber... Oh mein Gott. Ich habe aufgedreht, ich renne. Ja, sie, ja. Ist sie hinter mir? Jetzt Sabix. Aber sie hat sich hingesetzt, alles gut. Oh mein Gott. Sie fliegt, renn. Ich bin tot. Oh, der hat dich doch direkt getötet. Ja, die hat mich direkt gekillt. Hä? Hat sie dich nicht in den Raum verschleppt? Nee. Okay, aber ich glaube, das ist wirklich, die muss man irgendwie outplayen. Ja, man muss sie outplayen. Ach, Digga, aber wie ist die denn hinter mir hergekommen? Das ist ein Scheißspiel, Mann. Nee, jetzt habe ich mir noch gestoßen. Ich möchte gleich losheulen. Aua. Am in der Zickzack. Ja, das ist scheiße, Bro. Ist da eine drin? Wie lange nicht Feierabend? Nice. Macht gar keinen Sinn. Und dann spielt Powerback und so ist es. Können nicht an den Modden vorbeischleichen. Ja, lass einfach gleich nochmal respawnen und wir müssen die einfach irgendwie outplayen, die Wechsel. Wir können nochmal versuchen, an so einer Modde vorbeizuschleichen, aber ich glaube nicht, dass es gehen wird. Nee, das geht nicht. Ich glaube, man muss sie wirklich einfach outplayen. Ich weiß aber nicht, warum konnte die hinter mir sein, Bro? Absolut. Wenn ich die Mike gekillt hat? Nee, hier ist die Mike gekillt hat. Ja, da, oh mein Gott. Versuch doch wirklich, lock sie nochmal, Kenneth, in deinen Raum rein, dreh auf. Und versucht dann einfach irgendwie hinten rum zu rennen. Nee, ich bin nicht schnell genug. Mike, da wo du gerade warst, da war kein Ventil, oder? Ich weiß nicht. Da wo ich gestorben bin, ging es aber auf jeden Fall weiter. Das weiß ich. Ja, da müssen wir auch lang. Also wir sind ja hier in einem Labyrinth, wo wir nur weiterkommen, wenn wir an der vorbeilaufen. Ja. Aber wie mache ich das am schlausten? Gute Frage, kleiner Nissen. Ich habe erstens gleich keine Sanity mehr. Soll ich mal versuchen, die einfach zu outrunnen? Ja, versuch einfach mal außen rum zu rennen. Also ich kann ja sowieso unendlich laufen, wenn sie hinter mir ist, ja? Ja, eigentlich schon. Okay, ihr müsst gucken, ob sie mich nicht outplayt, also dass sie nicht einfach mir entgegenkommt um das Fass rum. Versuch mal bitte schleichen, einfach nur, um es zu testen. Also hinhocken und dann langsam außenrum. Ich sag dir Bescheid, wenn sie losfliegt, falls sie losfliegt. Ich seh's ja auch. Lol. Ja, ich sterbe jetzt leider. Aber es scheint zu funktionieren, weil vorhin hat sie getriggert, als du so nah dran warst. Scheiße. Okay, aber lass uns das gleich mal versuchen. Oh mein Gott, kann man da echt drum rumschleichen? Würde Sinn machen, denn dann sagt uns das Thermometer, wenn wir vorsichtig sein sollen. Und ab dem Zeitpunkt müssen wir dann ein bisschen careful schleichen und so shit. Yes. Okay. Let's try. Es war nach links, oder? Ja, hier lang müssen wir. Puh. Nee, hier lang, hier rechts. Papa, komm zurück. Okay, ja. Ah, jetzt ist wieder der gleiche Spawn wie eben. Wo seid ihr denn? Ich bin am Spawn. Wo ist Pato? Ach, da. Ach, Mike ist weggelaufen. Okay, wir gehen hier lang. Hier müssen wir lang. Richtig, so. Cheater. Sind wir, ich glaube aber, nach dem Level bin ich raus dann auch. Wie? Aber dann kann Murat ja nicht mehr mitmachen. Naja, aber Murat sitzt auch seit 2 Stunden im Discord. Hier schleichen. Da sitzt sie an der Wand jetzt. Ja, dann schleichen wir mal. Wir schleichen jetzt hier rum. Der schleichende Boss. Hast recht. Mach komplett hinten rum. Ja, ja. Obwohl, nach dem Level ist Murat auch noch nicht weiter, ne? Nee. Nee, danach können wir zusammenknobeln. Warte mal, kann man hier auch noch einen weiter? Ja. Mhm. Oh, jetzt müssen wir aber sehr nah an der vorbei. Ja, die wird uns in den Arsch bumsen, leider. Ja, vielleicht nicht. Oh mein Gott. Wer hat sich gerade vollgeschissen? Keiner. Die Zuschauer vielleicht? Ey, das funktioniert halt wirklich, ne? Ich werd bescheuert. Es ist immer noch heiß. Wir schleichen weiter, bis es nicht mehr heiß ist. Ja. Okay. Das sieht so scheiße aus, ich lieb's. Okay, nice. Das heißt, wenn es heiß ist, sind Motten in der Nähe, weil die das so gerne mögen. Ja, Mann. Tschüss. Tschüss. Und dementsprechend heißt es auch, da wo es heiß ist, müssen wir lang. Wahrscheinlich, ja, hast recht. So, wir haben wieder Ventile zum Verteidigen. Falls doch mal eine Ey, das wäre so geil, wenn wir einfach alles umschleichen könnten.
Aber die in dem ersten Raum, wo sie mich gekillt hat, die, da war es ja nicht so heiß. Hängt da einer an der Wand? Nee, da kann man... Okay. Scheint nicht so. Da auch nicht. Ich glaube, ich ziehe mir heute Videos zur Backrooms-Lore an. Actually creepy as fuck, ne? Ja, wirklich? Ja. Ich fand's echt ganz entertaining. Aber sind Backrooms in den Träumen oder sind das einfach eine andere Dimension? Nee, du glitschst durch die Realität und landest in einer anderen Dimension quasi, mehr oder weniger. Und wie kommt man da hin in IRL? Ja, also durch so einen Real-Life-Glitch quasi. Du machst einen falschen Step, wo so in Anführungszeichen irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, so die Realität nicht vernünftig geladen ist. Und fällst dann quasi in die Backrooms rein, in Level 0, da wo wir immer starten. Das ist ja dumm. Also so ist der Lore. Ich will mal IRL in so einem Backroom. Ich nicht. Alter, actually, Backroom Escape Room wäre richtig, richtig das sick, ist, oder? Das ist sick, ja. Aber übergruselig, Bro. Wird's wenn schon zuerst in Amerika geben. Ja, da sterben wahrscheinlich wirklich Leute drin. Ja, ja. Backroom Lore ist sehr interessant. Wer sich so einen kranken Scheiß wohl ausdenkt, ne? Ja, auch eine ganze. Ich hab das Gefühl, wir sind jetzt wieder zum Anfang gelaufen. Nee, aber kann ja nicht sein. Also wir müssten es ja. Doch, weil hier ist die Tür mit dem Motten, wo wir immer hingetragen wurden. Ah ja, dann haben wir jetzt gerade, also ach so, wir haben quasi schon jetzt eben gerade den nächsten Checkpoint erreicht. Ja, wir hatten schon den Checkpoint, das heißt, wir müssen wieder zurück. Das war hier lang und da lang, ne? Dann hier oder? Ja, hier rechts rum, oder? Nee. Ich glaube auch. Oder ist eine Motte im Raum, Achtung. Warte mal, vielleicht können wir dann vorbeischleichen, ne? An der Motte? Oh nein. Du willst an der Motte vorbeischleichen? Ja, ich mach das jetzt. Ja, die Bums hat unseren Arschloch dumm. Das ist viel zu nah, Papo. Die hört uns. Das ist, warte, Papo, nee, mach nicht. Das ist ja schon Hitbox-Range. Wenn Papo da kommt, schleiche ich auch. Okay, ich schleiche auch. Ich renn jetzt. Soll ich dir jetzt anlocken, Kenneth? Nein, das wär's, Alter. Ich komm da nicht durch. Okay, man kann die wirklich einfach umschleichen, na gut. Hey, wir können einfach durchgehen, wo wir wollen, wenn wir die ganze Zeit schleichen. Scheint so, ja. Vielleicht müssen wir dann doch was machen bei den Nestern, ne? Mike fühlt mich. Willst du Mr. Kitty? Nein. So, Kiwi, der zweite ist der wichtigste, Junge. Geil, ja, hier wird nochmal richtig Ramazama gemacht. Da klingelt's auf dem Paypal-Konto oder was? Ja, wenn er erst überzeugt hat. Ach, ich dachte, ich hab mich gemutet, Leute. Hier ist eine Sackgasse. Oh, Schmutzdreck. Mike, renn! Okay, jetzt mal da auf. Kannst du uns nicht Bodyblocken, please? Oh mein Gott, ihr kommt hier nicht raus, wenn ich euch abhack. Ja, da hast du echt ein Talent für. Mhm. Also du bist echt gut im schlecht spielen. So, dafür lasse ich euch jetzt 5 Minuten hier stehen. Okay, Leute, der Hype Train, let's go. Dann geh ich bitte muten. Bitte muten. Kenneth, du gehst nirgendwo, wenn ich es dir nicht befehle. Verstehst du das? Warte kurz, ich hab eine Idee. Ey, Kenneth. Können wir uns auch an Papo vorbeischleichen, ohne dass er uns merkt? Das glaube ich nicht. Aber es war wirklich sehr schön. Kannst du so ein paar Pokémon-Themes auf der Flöte spielen? Warum schleicht er? Kannst du Cynthia-Theme spielen? Nee. Aber ich hab jetzt eine Aufgabe, die ich erfüllen will. Na? Ich werde jetzt zurückgehen und dann werde ich das Nest anzünden. Das ist bestimmt die Aufgabe. Ja, wenn wir hinschleichen können zu den Nestern, dann ist das ja wahrscheinlich der Weg, um da irgendwas zu drücken oder so. Aber da sind ja 3 Motten drin, da können wir ja nicht rein. Doch, na klar, wenn wir schleichen. Ich geh da jetzt rein. Soll ich mal ganz kurz aufstehen? Du stirbst ja, du bist der Letzte. Du bist das Letzte. War das hier? Nee. Nee. Wo war das? Das war hier durch und dann hier an der Wand lang, ne? Ja. So ein Ding, ja. Nee, warte, wo seid ihr? Hier. Warte, nee, warte, wo bist du? Ist Pato? Ach, Leute. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich auch verlaufen. Ach, ach Leute. Das Pato. Hier lang war das. Ja. Okay. Hier sind Mike und ich leider grotesk verendet. Da ist aber ein Nest hinten in der Ecke. Genau, da gehe ich jetzt mal hin. Mal schauen, was es da so gibt. Vielleicht ich hab euch halt machen. Alle verloren. Ich mach hier das Ventil an, wenn irgendwas passiert, Papo. Du rennst los, ja? Ja, klar. Klaus wie Kloßbrühe. Vielleicht kann ich ein Ei klauen oder so. Der geht da nicht rein. Oh. Nein! Ich hätte da, glaube ich, nicht reingehen dürfen. Okay, man kann nicht in die Nester hineinstürzen. Bist du tot? Konntest du da nicht reinschleichen? Arthur ist tot, leider. Nee, ich bin umgefallen. Das war mir zu viel.
Ey, legit, ich check. Also mein A-Knopf funktioniert leider nicht. Ich check's nicht, Kenneth, Mann. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen, was wir machen sollen. Das ist ein Scheiß-Level, Mann. Also, das ist ja ein Labyrinth, ne? Also, das ist ja der Sinn, dass man das dann nicht weiß. Aber wir müssen anscheinend nichts in den Nestern machen. Ich krieg auf jeden Fall hier Angstzustände und Smileys. Also, ich bin auch gleich tot. Ja, ich auch. Leider Gocke. Hier ist ja nicht so warm. Die können ja gut, dann müssen wir gleich nochmal ein bisschen rumlaufen und schauen, dass wir irgendwie weiterkommen, ne? Ha. No. No. Ja. Also man kann sich auf jeden Fall die Nester angucken, wenn man davor schleicht. Aber was ist da drin? Ist das schön da? Drei Motten und ein bisschen Schleimhaufen. Was kann man mit dem Schleim machen? Kann man sich daraus einen Piston craften? Ja. They really named this motherfucker pissed on. Okay, dann, ja. Schau mal, vielleicht findet ihr noch irgendwas. Junge, wie sie die ganze Zeit rumschleichen. Ja, Mike, du fahrst mich so ab, ne? Halt die Fresse, bevor ihr ausfallen werdet, okay? Okay, sorry, Sir. Da hängt eine Motte an der Wand hinter dir, jetzt hab ich's, ne? Ich hab ein fotografisches Gedächtnis. Hast du recht. Hast du wirklich ein fotografisches Gedächtnis? Ich sterbe jetzt leider. Nee, ja, nicht. Same. Ich bin leider tot, Leila. Okay, Jungs, das ist aber nicht so geil hier gerade. Ihr seid beide. Also, ihr habt Synchronsterben gemacht. Wir sind synchron geplatzt, wie so kleine Fleischbälle. Crazy. Ja, gut, dann wissen wir jetzt ja. Wo wir nicht lang müssen. So. Genau, ja. Müssen wir jetzt nach rechts. Wollen wir es mal. Ja, lass mal in die andere Richtung. Das ist ein extrem schmutziges Level. Ich find's geil. Für dich ziemlich geil. Was muss ich tun, damit du mir den Arsch begrabst? Ich dir? Ja. Mir einen Huni auf PayPal überweisen. Oh, ne, ist mir auch nicht wert. Mein A-Knopf funktioniert leider nicht so gut. Gianni, wie konnte ich nochmal Bluescreen-Fehler analysieren? Mit welchem Programm? Ich will mal mit gucken. Bluescreen Analytica. Ja? Nee. Hattest du in der Schule viele Freunde, Papo? Ich war mit jedem cool, ja. Ich wurde stark gemobbt. Ich habe mich mal mit den Größeren angelegt. Die haben mich dann verprügelt. Also ich gehe hier gerade weiter, ne? Ja, same. Bei wem bin ich? Bei Papo. Wahrscheinlich bei Papo. Hüpf mal. Willst du es lustig, Mike? Willst du es wirklich? Ja. Wichtig. Mike, amüsier dich, dass du kleiner Haufen. Kenneth, ich schlag dich halt in Minecraft bescheuert, verstehst du? Ich glaube, das kannst du leider nicht. Nee? Ich habe eine Stärke 5. Ich bin halt besser in du als... Du bist besser als du in Minecraft? Ich bin besser als du in Minecraft. Weißt du, damals, wo ich dich mit meinem Bogen hingerichtet habe und dafür noch grotesk viel Geld bekommen habe? Aber nur virtuell, oder? Du hast Mr. Lutz dich ja, anders, dass er auf unserem Minecraft-Server mitspielen darf, damit er mich hinrichtet. Nein, das war bei dem anderen Projekt noch. Nein, dann wo wir ein 1-gegen-1-Battle hatten und ich habe dich gebumst. Du hast noch nie ein 1-gegen-1 gegen mich gewonnen, Digga. Verarscht. Hä, natürlich. Nein. Doch klar. Mit gleichem Equipment fick ich dich zu scheiße. Oh, ich glaube, wir haben einen neuen Safe-Spot gefunden. Wir haben wohl auf ich hier gerade lang? Oh, die waren ja, wir da noch recht. Nicht. Weiß nicht, weil wir haben wieder so einen Tisch mit Thermometern gefunden. Ey, ich checke das nicht, Mann. Was ist das hier? Es ist ein Labyrinth, Mann. Es ist ein Labyrinth. Ich verstehe das nicht. Also ich habe hier relativ viele Morten. Ist bestimmt auch noch einer, oder? Nee. Digga, mein scheiß Dreck-A-Knopf funktioniert nicht. Was ist, wenn ich A schreibe? Dann steht ja nur Rsch. Das ist zum Beispiel auch eine ziemlich fette Motte. Die sind auch ekelhaft. 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 Oh, hier muss eine Motte sein. Sonst wäre es hier nicht so heiß. Ich hab einen Exit gefunden. Oder sind diese Exit-Ausgänge die Mottennester? Das sind die Mottennester. Nein, Exit nicht. Die roten Türen. Ja, die roten Türen, aber da ist ein Exit-Schild drüber. Ja, machst du mal auf und mach guck rein. Auf, ja, sei doch nicht ich dumm weiß, jetzt. Ich weiß, dass es ein Mottennest ist. Mann, Kenneth, mach die Tür ja, jetzt ja, aber auf. Es passiert nichts. Einfach hinhocken bevor und aufmachen. Bevor ich deinen Arsch fingern muss. Okay. Kenneth, hast du aufgemacht? Ja, ich oh mein Gott, wir können hier weiter? Ja, okay. dann raus da. Wer ist vielleicht da? Lädst du das neue Level dann. Wer ist da? Das ist Papo. Ich bin jetzt in dem Exit. Okay. Wer hat er da hingefunden? Ja, ich bin am Anfang vom Tisch in die andere Richtung gegangen, nicht da zurück. Ja, aber das sind wir ja auch. Ja, dann seid ihr irgendwo falsch. Also ich bin beim Exit. Bin ich hier richtig, Chat? Ja, obviously, Kenneth. Mit Sicherheit. Bin ich richtig, Chat? Also. Mach jetzt die Tür zu und mach das nächste Level an, oder? Ja, genau.
Ja, kann ich irgendwie nicht. Ich stehe hier drin wie so ein Stück Schwein, aber irgendwie passiert. Ja, weil wahrscheinlich alle da drin stehen müssen hier, scheiße. Scheiße. Oder wir sterben einfach schnell. Nee, aber das ist ja dumm. auch nicht Sinn der Sache, ne? Das aus deinem Maul? Ey, komm. Ich wollte nur gucken, ja, vielleicht bist du ja ein kleiner Keck und hast Angst und so, dann hätte ich dir jetzt. Max schreibt, klopp dich Mike dann bescheuert wie den Fisch damals. Los, Greenview. Nee, die Fisch-Story braucht man jetzt nicht erzählen. Also die braucht man jetzt nicht wieder rausholen. Das ist lange her. Der Fisch wäre nach wie vor jetzt auch tot langsam zu der Zeit. Klar, ich habe den... Ja, ich nenne das Kind beim Namen. Ich habe ihn versehentlicher Art und Weise schwerbehindert gehauen, habe ihn aus Panik dann wieder ins Wasser geworfen. Ein Fisch? Ja. Mike hat ihn halt geangelt. Ich war da 8 oder so, what the fuck. Und hat es dann nicht geschafft, den artgerecht wo du den Fisch therapiert hast. Stefan hat ihn einfach nur geistig umnachtet geschlagen und ihm dann die Freiheit wieder geschenkt, Bruder. Huni schreibt in den Chat die Story, wo du den Fisch therapiert hast. Geil. Das klingt gar nicht gut. Nein, das war auch nicht Fisch, gut. Diese Fischmama. Sandro, danke für dein Resub. Der 19. ist der wichtigste. Vielen lieben Dank. Ja, und der 19. ist fast so bitte wieder Erste. Zum Spielen raus und am Abend kommt es so wieder. Und ist einfach der ist halt nicht wiedergekommen, Bro. Der ist nicht wiedergekommen. Oh. Tja. Digga, die Fisch. mit einem Stock. Oh, ist das barbarisch, Bruder. Ey, das war wirklich schlimm. Ich bin auch nicht stolz drauf. Ich weiß, es tut mir so leid, aber du hast es auch im Podcast so lustig erzählt. Oder mit so einem umgedrehten Kescher, mit so einem Kinderkescher, den man so bei Kick damals oder Rossmann kaufen konnte. Nee, Kloppenburg. Und da habe ich diesen Knüppel umgedreht oder und habe auf diesen Fisch eingeschlagen, aber es hat nicht gereicht, um sein Leid zu beenden. Ich habe ihn nur wirklich, Der Fisch war zu keinem Zeitpunkt im Totenarsch. Stattdessen hat er bestimmt die ganze Zeit so Geräusche gemacht, so... Uff, also, Bro, auf! Oh, shit, fuck! Nicht nochmal! Nimm die Rückseite! Oh, boah! Töte mich! Töte mich, hat der Fisch gedacht! Junge, du hast ihn zurück ins Wasser gelassen. Ey, das war. Dann hat der Fisch einfach gebellt, Digga. Scheiße. Ich check's auch nicht. Wollen wir uns einfach suiciden? Aber ist eigentlich dumm. Boah, wo kann Ken denn längst gegangen sein? Ja, das weiß ich halt auch nicht. Warte mal, okay, Pabo. Du bist in die andere Richtung gelaufen vom Schreibtisch aus nach rechts, dann den Gang. Und wir sind doch da schon mal lang gelaufen und dann hast du da so ein, direkt, da war doch so eine Tür oder so ein Raum und wenn du da durchgeguckt hast, hast du direkt so ein großes explosives Fass gesehen. Und wenn du weiter links geguckt hast, war die Motte und die hat uns dann auch verfolgt. Großes explosives Fass. Kloppenburg, Okay, da bin ich rechts hinter das Fass lang gesneakt und dann weiter. Okay, ja. Und dann rechts durch den Eingang, durch so eine Tür durch? Nee, ich glaube, da ist eine Sackgasse. Du musst weiter durch den Raum moven. Okay, ja. Du musst quasi diagonal durch den Raum, also nach... Also der hinten links, von der Tür, wo du durch musst. Wow, hier ist viel explosive Shit. Kloppenburg war sick. Ahnt ihr noch Kloppenburg? Und ihr müsst auch theoretisch, also da sind, also in dem Raum, wo ihr gerade drin seid, müssten so zwei Motten sein. Also schleicht am besten komplett die ganze Zeit durch. Ja, hier ist rechts noch eine, Achtung, Tarix. Ich würde kurz meinen Sportpenis lernen und bin dann aber wieder gleich da für euch, ja? Wie groß ist denn der? Richtig Bock, dass du mir mal den Eiern schlabberst. Ja. Weiß nicht, so. Ahoi. Wie so eine Walnuss, würde ich sagen. Auch ähnlich geformt. Hä, wo bist du hin, Papo? Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen, hast du mich nicht gesehen? Ja, aber wo? Digga. Hä? Ich bin hinter dir. Ach, lol. Ey, ich bin manchmal wirklich, ich hab manchmal das Gefühl, ich bin Einzeller, ne? Das Gefühl habe ich manchmal auch. Das ist Smileys. Ich auch, das ist ein bisschen problematisch. Wir müssen uns beeilen. Aber, ja, Exit-Tür, komm, renn. Let's go. Boah. Let's Krass. Go! Ey, ich fass es nicht. Oh nein, nicht schon wieder die Fun-Station. Oh, die Fun-Station! Fun hat letztes Mal nicht so gut geklappt, leider Gottes. Manchmal bin ich wirklich ein Einzeller-Chat, kann das sein? Ja. Ey, ich finde das halt krass, seitdem ich nicht mehr rauche, hat sich mein Puls um 20 BPM verringert. Das ist so krank. Ich hatte sonst Ruhepuls beim Stream 100er, jetzt habe ich 80. 75 Was? Bis 80. Du hast einen 100er Ruhepuls? Ja, weil ich die ganze Zeit gewaped habe. Ja, gut. So 90, 95. Aber beim Stream hatte ich immer so einen 100er Puls. Ja, vapen ist nicht schlecht für die Gesundheit, habe ich mal gehört. Nee, ist vor allem cool. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal Richtung Fun. Gehen wir nochmal Richtung. Ja, lass nochmal warten, oder? Wir warten nochmal. Ja, warte mal, ist Murat jetzt. Ist, also, ja, jetzt müsste Murat eigentlich mitspielen können. Ist er schon mal Richtung Fun gelaufen? Wir haben es ja auch schon mal gemacht. Es geht ja zweimal, I guess. Warum sind wir wieder hier?
Ey, wir machen jetzt nochmal Spaß, Spaß, Spaß. Ich hab halt, wir haben halt wenig Sanity, ne? Aber dann gehen wir in Richtung Fun jetzt, ne? Ja, Richtung Fun. Ja, Richtung Fun, oder? Ja, dann los. Ja, warte ganz kurz, ich muss kurz meinen Diabetes therapieren. Ja, aber wir laufen das schon mal, ne? Das kann warten. Was ist mit Murhead? Ja, weiß nicht, ob Murhead da ist. Murhead! Alhamdulillah, komm jetzt! Zack, zack! Murut. Ich stell mir gerade vor. Mashallah, Murut, komm! Ich stell mir gerade vor, dass es sowas richtig, also in echt ja auch gibt, solche Keller. Die sind übel gruselig. Murat, Yalla, komm, wir wollen spielen! Hey, welcher G hat bei dir in den Chat geschrieben, da wo du den Fisch therapiert hast? Das ist ja das beste Wording, was ich dafür je gehört habe. Ja, Huni war's. Oh, was heißt Softwarefehler, Gianni? Ey, wirklich, wenn dieses Bluescreen-Problem nicht aufhört, dann erstelle ich mir eine Minecraft-Hardcore-Welt. Könnt ihr auf mich warten, so ein bisschen? Nö. Ja, klar. Ey, komm, wir stellen uns hier mal so eine Nische rein, dann sieht er uns nicht. Oh mein Gott, bitte trollt mich nicht, Jungs. Muhaha. Merlut! Merlut, komm, wir wollen spielen! Digga. Aber was ist denn jetzt mit dem? Murat, Despacito, komm, wir wollen spielen, oder was? Despacito. Despacito. Soll ich Murat mal wieder anrufen? Muru, komm, wir wollen spielen. Alter, hinter uns rennt irgendwas. Was denn? Ja, ich. Ey, das ist uns. Mach Karte, zeig Karte. Lieg Karte. Ich bin das, ihr Wichser. Okay. Ey, das ist dieser eine Play. Oh, hier ist wieder dunkel, hier kommt wieder Smiley Boy, oder? Murat! Oh, oh. Merit! Was ist hier los? Oh, wir können es weiter Richtung Murat gehen. Oh Gott, hey, yo, 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 oh yo, 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 yo. Ich hab mich so verschreckt, Alter. Alles krank. Aber der Bluescreen ist nur einmal in der Woche. Entweder montags oder sonntags. Das kann ja nicht sein. Das ist ja dumm. Das ist wieder hell. Aber da hinten sind Smileys. Wo? Nein. Was ist da? An der Tür sind Smileys, oder? Okay. Oh, rennen! Leute! Leute! Ey! Ja. Leute, bitte. Einfach rennen. Wir bitte, haben rechts irgendwann wieder eine Nische, wo wir reinspringen müssen. Wo? Ja, das dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Rennt! Ich bin tot. Nee, renn einfach. Du musst einfach schneller rennen. Einfach schneller rennen. Hier ist Party-Licht. Ja, ich bin drin. Oh mein Gott, Hilfe. Oh mein Gott. Oh, it's Party-Time!